Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir befinden uns auf dem Weg raus nach Russland. Nein, was rede ich denn für einen Unsinn? Raus aus Moskau und auf dem Weg zu neuen Leuten, schätze ich mal. Denn wir haben rausgefunden in der letzten Folge, dass es... Oh, da unten sieht man mich sogar. Wir haben rausgefunden, dass mehr Leute überlebt haben als die in Moskau. Die ganze Welt ist draußen. Dieser Nuklearkrieg hat nicht alles und jeden getötet. Und deshalb fahren wir jetzt mal ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, was wir so finden. Ich könnte mich hier ein bisschen umgucken. Oder... Hallo Anna. Ich könnte mich jetzt hier ein bisschen umgucken. Oder ich kann auf der Karte wahrscheinlich mein nächstes Ziel auswählen. Ob nun beabsichtigt oder nicht. Ja. Es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat. Ich weiß. Ein Ziel vor Augen. Ach, Hallöchen. Ja. Ich kann auf euch zählen. Ja, ich habe gerade gehört, dass da unten der Kohleschipper gerade noch weitergeredet hat. Leider habe ich ihm nicht mehr zugehört. Da unten ist es mir zu warm, tut mir leid. Ich gehe jetzt mal auf die Karte und ich kann jetzt wahrscheinlich mein Ziel auswählen, oder? Schauen wir mal. Es ist halt so ambiente Dialoge. Ich kann mir fast nicht vorstellen, da gibt es wahrscheinlich ewig viele. Ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Mhm. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Sondern? Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Aha. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Mhm. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, ihr seid alleine, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Ja. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Oh ja. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Bitten wir es raus. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben. Denke ich auch. Sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes. Gott sei Dank. Wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ich freue mich drauf. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wäre nicht das erste Mal. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Schauen wir mal. Dass wir Antworten bekommen. Schauen wir mal. So, ich denke, das ist, glaube ich, der Ladebildschirm. Er sagt mir dann irgendwann in der Ecke, drücke E zum Überspringen. Noch muss ich warten, bis er geladen hat. Es soll mir recht sein, dass hier alles genau jetzt hat. Es soll mir recht sein, dass hier alles von Gegnern besetzt ist. Ich will ein bisschen Action. Und da habe ich sie auch schon in der Hand. Ja, komm. Da vorne sehe ich schon die Brücke, die wird bestimmt gesprengt oder so. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Noch nicht. Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Oh, danke. Oh, der Sonnenaufgang. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Schauen wir mal. Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Die Brücke macht mir Sorgen. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Abwarten. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Nee, die Brücke scheint safe zu sein. Daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Tja. Und ich bin dein Mann. Jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Schaffen wir, Anna. Schau dir das an. Wir bald an der Brücke ankommen. Oh, Moment, die Brücke. Da kommt noch eine Brücke. Ich vertraue Brücken in Spielen nie. Ein Lagerfeuer. Menschen. Da sind Menschen. Sofort brennen. Die sollten wir lieber gleich töten. Die schießen auf uns, glaube ich, oder? Wir sollten die lieber töten. Wo, was, wo, wo, wer? Halte F8 gedrückt. Ich will den Fotomodus nicht aktivieren. Okay, wir aktivieren den Fotomodus. Ja, ich könnte jetzt hier ein Foto machen. Aber nein, ich kann es einfach auf den Ausnahmen, aus den Aufnahmen, was ich gerade aufnehme, kann ich mir meine Screenshots rausziehen. Also nein, danke. Das sind Leute, oder? Da vorne. Komm, lass uns das... Darf ich runter? Lass uns das angucken. Ich habe nicht zugehört, tut mir leid. Ich hätte gesagt, komm, lass uns runterspringen und lass uns das mal angucken, Anna. Alles klar bei dir, Artyom? Ja, geht, mir geht's gut. Die haben einen Zylinder durchlöchert. Ich wusste, die schießen auf uns. Können wir weiterfahren? Ballern wir sie ab. Scheiße, verdammter Nebel. Anscheinend haben wir eine Sperre. Erst schießen, dann fragen. Wer war das? Uniformierte dabei? Finden wir es raus. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Finden wir es raus. Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Jeder für sich selbst. Tja, sicher können wir nicht sein. Wow. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Auf wen? Die ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Der schaut auch nur den Sonnenuntergang. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser.
Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle. Jawohl, her damit. Ich geh's nachgucken. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Mach ich. Ein Gefangener wäre ideal. Schauen wir mal. Du gibst dem Feuerschutz. Oh, meine Frau kommt auch mit. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Bitte, wenigstens eine. Wenn wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Oh Mann. Auf geht's, Artyom. Ist das euer Ernst? Yermak, wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zu Hause? Ist das euer Ernst? Ich soll alleine gehen? Also mit Anna? Ich verstehe. Artyom, vergiss deinen Rucksack nicht. Jawohl. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt. Okay. Das Handbuch ist da schon drin. Ich krieg's hin, schätze ich. Learning by doing. Keine Materialien. Du musst dir also selbst welche suchen. Das ist normal. Materialien selbst suchen, krieg ich hin. Würde ich auch sagen. Lass uns gehen. Aber klar. Es ist immer das Gleiche. So nach dem Motto, ja. Wir haben jetzt... Okay, die wird schon auf mich warten, hoffe ich mal, während ich mir hier den Sonnenuntergang angucke. Es ist immer dasselbe. So nach dem Motto, ja, wir müssen uns da draußen jetzt... hier könnte alles voller Gegnern sein. Lass mal am besten Artyom und seine Frau. Was? Um die Waffe schnell zu wechseln? 1 und 2. Ja, das mache ich eher. Lass mal am besten die Frau und Artyom alleine gehen, die regeln das schon. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Ja, denke ich mal. Vielleicht können wir ja noch mit ihnen reden. Vielleicht arbeiten sie für den Feind. Sind versklavt oder so. Finden wir es raus, würde ich sagen. Ab nach unten. Jawohl. Ich folge dir gleich. Oh, elegant. Ah, das war klasse. Schätze ich mal. Schaut euch das mal an. Mann, Mann, Mann. Ich denke mir das halt immer, in den Spielen ist es immer das Gleiche. Es ist immer, ja, der Hauptcharakter regelt es mal alleine, wir bleiben mal alle zurück und sitzen uns derweil unsere Ärsche breit. Ich hoffe nur nicht, dass das Spiel irgendwann meine Frau tötet. Wow, sieht das gut aus. Ich hoffe nur, dass das Spiel nicht irgendwann meine Frau tötet. Dass die dann irgendwann umkommt. So, lass mich mal vorgehen. Kannst du mal nachsehen? Jawohl, klar. Okay, nur ein paar Leichen, nichts Ungewöhnliches für Metro, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier drin? Okay, das sind irgendwelche Tools. Soweit ich das verstanden habe, kann ich mit diesen Tools meine Waffe, während ich unterwegs bin, verändern. Also die hier. Ich weiß nicht, wie es geht. Escape vielleicht? Tipps? Feuerzeug, Atemschutzmaske... Taschenlampe, Lichtanzeige. Ach, das Learning by Doing, das kriege ich unterwegs schon raus. Ich schätze mal, wenn ich genug Tools habe, dann gibt es vielleicht einen kurzen... Ja, geh mal aus dem Weg, du Mistvieh. Dann kriege ich vielleicht einen kurzen Hinweis, wie ich damit umgehen muss. Hier drin scheint aber nichts zu sein. Komm wieder raus, Anna. Nix. Während du drin warst, habe ich mich mal umgesehen. Echt? Wo? Wie so schnell? Dieser Thomas dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Moment, ich hab doch gar kein... Was? Wo soll ich jetzt ein Scharfschützengewehr hinkriegen? Oder herkriegen? Welcher Strommast? Der da oben wahrscheinlich, oder? Und wie soll ich an ein Scharfschützengewehr rankommen? Die hat eins, glaube ich. Och Mann, ich wollte mich da oben drauflegen. Wobei ich jetzt wahrscheinlich eh versaut. Dein Spielstand kannst du im Pausenmenü mit Escape speichern. Wie ist denn nicht? Kann ich schnell das Speichern nicht F5 machen? Na, mal kurz das gucken. Steuerung, Tastatur, Verschiedenes. Schnelles Speichern 5, ja, perfekt. Das ist die einzige Option, die sie mir anbieten und das einzige, was ich brauche. Da, ein Hase. Nie. Also wer mich kennt, weiß, ich würde niemals auf so Tiere schießen. Weder in Gothic, noch in Metro, noch in Skyrim, noch in irgendwelchen anderen Spielen. Moment, darf ich mich nicht mal ein bisschen umgucken, Mädel? Du wartest schon auf mich, oder? Weil hier könnte, genau, hier ist überall irgendein Zeug. Moment mal, da liegt schon, was ist denn das? Das ist ein R. Du hast eine Waffenmod gefunden. Benutze deinen Rucksack, um sie zu modifizieren. Wie benutze ich denn meinen Rucksack? Benutze deinen Rucksack. Wie benutze ich denn meinen Rucksack? Da liegt ein Boot am Dock. Komm her, wenn du fertig bist. Ah, sie sagt schon, komm her, wenn ich fertig bin. Das heißt, sie gibt mir noch ein bisschen Zeit, mich umzugucken. Wie benutze ich meinen Rucksack? R. Q. Ah, nee, Q ist Medipack. T. G. V. C. Was habe ich jetzt geschmissen? Was ist denn das? Ah, ein Wurfmesser. Ah, die kann ich wieder aufheben. Sehr schön. Y. X. Leertaste. Enter. Backspace. Ich habe keine Ahnung.
Wie komme ich denn auf meinen Rucksack? Ich brauche doch ein bisschen was anderes. Inventar. Atemschuss, Rucksack, I halten. I für Inventar. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Dann zeigt mal her. Herstellung. Herstellungskosten, Medipack. Kostet Herstellungskosten einmal 5 solche Werkzeugdinger und 20 von diesen Alchemie-Teilen. Ahnung. Was ist das da? Leichter Griff. Ah! Ah, meine Pistole könnte ich auch modifizieren. Kurzer Lauf, Mündungsfeuer, Kimmer und Korn. Ich kann sowieso nur hier was machen, glaube ich. Könnte ein Reflexvisier einbauen. Dadurch geht die Schussfolge, sieht man hier unten ein bisschen runter. Aber mit Reflexvisier ist es leichter, Leute zu treffen. Habe ich das Reflexvisier jetzt? Jaha, perfekt. Okay, ich gucke mich noch kurz ein bisschen um. Ich komme gleich nach Anna. Lass mich nur schnell ein bisschen umschauen. Wer weiß, was es hier sonst noch gibt. Ja, sie ist ganz weit vorne. Was haben wir denn hier? Nichts. Nada. Ich laufe jetzt mal nicht zu weit weg. Ich suche jetzt nur noch mal das Haus ab und dann gehe ich mal zu ihr zurück. Ah. Aber irgendwer muss sich hier umgucken. Nicht, dass hier irgendwo ein Hinterhalt auf uns wartet. Was haben wir denn hier? Ja, warte hier eigentlich schon irgendwas. Ah, ich kann die ganzen Leichen also durchsuchen. Sehr schön. Ja, nicht, dass ich unterwegs dann auf einmal keine Medipacks oder so herstellen kann. So. Nichts. Okay, jetzt kann ich zurückgehen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Entschuldigung, Anna, ich komme gleich. Hier ist auch noch ein Haus. Gib mir noch 2 Minuten, Anna. Wer weiß, was da drinnen ist. So. Aha. Das war wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung, was das war. Ah, nee. Hier könnte ich wahrscheinlich... Ah, hier könnte ich... die Waffen austauschen. Okay, die andere sieht aber aus, als hätte die irgend so eine Art Schalldämpfer oder sowas drauf. Ich behalte einfach mal meine Pistole, die wird schon passen. Okay, jetzt gehe ich aber langsam mal in ihre Richtung. Verzeih mich, war ein bisschen abgelenkt. Je schmutziger die Waffe, desto mehr lässt die Leistung nach. Wenn du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Ach, ich darf nicht dreckig werden. Okay, dann benutze ich mal das Boot. Cool, jetzt bin ich endlich alleine. Schön. Jetzt kann der Frau erstmal nichts passieren, schätze ich mal. Moment, muss ich selbst steuern? Ach, ich muss selbst steuern. Hallo, kleiner Rabe. Was sind denn... Moment mal. Was waren denn das für Dinge? Kann ich den bitte ausweichen? Habt ihr die gesehen? Das sahen aus wie irgendwelche Riesenmuscheln. Sie darf natürlich snipen. Das dachte ich mir schon. Moment halt, ich soll wahrscheinlich hier dem Weg folgen, schätze ich. Die Viecher greifen mich sowas von hundertprozentig an. Da war schon wieder eins. Da hinten ist auch schon wieder eins. Ja, kommt, greift mich an. Ich weiß eh, hier, komm. Ich schwimme direkt auf ihn zu. Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Okay. Bitte schau mal nach. Wie soll ich denn nachschauen? Bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Nicht zuerst schießen, aber es wird mit Sicherheit geschossen. Das sind Kinder... Und irgend so ein Fischertyp? Ich vertraue dir nicht. Nee, Friede sei mit dir, das sind schon wieder solche religiösen Fanatiker. Ja, das sind solche religiösen Fanatiker. Das wird böse enden. Elektrität ist eine Sünde. Oh Gott, nein, das sind solche Fanatiker. Ja, guck mich nochmal an, bevor mich deine Mitbewohner hier bei lebendigem Leib auffressen wollen. Und jenen, die straucheln, bietet er die Erlösung.
Oh oh. Ihr seid alle böse, ich wusste es. Kann ich hier aussteigen? Kann ich hier aussteigen? Moment, was? Ah, die hätten mich sowieso da unten drin gefangen. Kommt her, ich schieß zuerst. Der Ketzer, seht ihr? So ein Zufall. Ja, kommt nur her. Ich werde zuerst schießen. Lieber zuerst schießen als letztes. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Enden hier gibt. Vielleicht gibt es ein gutes und ein schlechtes Ende. Halte H gedrückt, um die Waffe wegzustecken. Nein. Ich vertraue denen nicht. Die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Bleib weg von mir. Ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Da kommt ein Boot. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf. Hier geht's lang. Okay. Ich vertraue ihr noch nicht so zu 100%. Aber ich glaube, die. Okay, die wird mich in Ruhe lassen. Moment, Moment. Wo ist das Boot? Da ist irgendein Boot im Schutz der Dunkelheit. Moment, da war jemand. Oh oh. Ich hätte ihn sofort erschießen sollen. Wenn ich nochmal die Chance kriege, erschieße ich sie. Ja, wo ist der Ketzer? Paladin. Ich erschieße ihn. Ich töte den. Ich vertraue den nicht. Was hat denn der für eine Waffe? Kann ich die Waffe mitnehmen? Beziehungsweise jetzt habe ich nur die Modifikationen für die Waffe mitgenommen. Ah, das war so ein Schaft. Ne, ich töte die alle. Und tschüss. So, der andere stirbt auch noch. Vor allem, was haben die... Hier war doch gerade noch die Frau drin, oder? Was haben die jetzt mit der gemacht? Ihr Säue. Ja! Was hast du denn? Okay, ich nehme mir da irgendwelche Modifikationen immer für meine Waffe runter. Das passt schon. Ich könnte meine mal kurz modifizieren. Lass mich mal kurz reinschauen. Was habe ich denn gefunden? Ja, einfach so mitten im Kampfgebiet baue ich jetzt einfach mal hier meinen Rucksack auf. Das passt schon. Das ist für meine Pistole. Die will ich eigentlich nicht... Ah, das sind nur Mods für die Pistole. Alles klar. Scharfschützenschaft. Stabilität geht extrem hoch. Ja, montieren. Was ist das hier noch? Kurzerlauf. Schalldämpfer. Versteckt das Mündungsfeuer, mindert das Schussgeräusch. Wird ebenfalls vermindern. Es verursacht weniger Schaden. Moment mal. Ist die ruhig jetzt, die Pistole? Kann ich damit auf Distanz Leute erschießen, ohne dass die es hören? Das probiere ich jetzt gleich mal. Okay, jetzt hält er die Pistole schon mit zwei Händen. Weil er den Scharfschützenlauf dran gemacht hat. Wobei, wisst ihr was? Das gefällt mir nicht. Ich tue den Scharfschützenlauf mal weg. Ich will nicht, dass der die Pistole in zwei Händen hält. Das sieht komisch aus. Ja, so, das sieht besser aus. Ich drücke immer das Falsche. Oh, das gefällt mir. Ja, jetzt hält er sie halt unten am Schaft mit zwei Händen. Das passt. Wer ist da? Sie haben mich also doch gehört. Sie ist also, glaube ich, nicht komplett still. Was im echten Leben auch nicht gar nicht so viel Sinn macht, diese Schalldämpfer. Nur weil du da einen Schalldämpfer draufpackst, hörst du die Waffe ja immer noch. Hab ich da jetzt jemand gesehen? Moment mal, was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich für eine Waffe jetzt hier theoretisch einen Lauf als Mod kriegen kann, weil das hier so orange leuchtet? Ich glaube, das war ein Laufmod, ja. Sie wissen schon, dass ich hier bin, glaube ich. Ich schau mal, ob die mich jetzt... Ne, den lasse ich mal am Leben. Ich weiß... Ne, da gehe ich nicht durch. Diese... Hat er mich gesehen? Oh shit, der kommt genau in die Richtung, der wird mich sehen.
Wenn ich seinen Kopf sehe, ist er dran. Ich muss natürlich treffen. Wo ist er denn? Hä? Moment, was? Ah, da ist er. Atjom, solange du drin bist, kann ich dir keinen. Ich weiß schon. Ich treffe mich dann jetzt mit der Frau und dem Kind. Jawohl. Ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Tu ich schon. Sucht weiter, denn der Ketzer ist noch hier. Ja, der Ketzer ist noch hier. Jetzt schau ich mal. Aha! Sorry, ich werde die alle töten. Oh shit, jetzt hat mich... Aber ihr habt mich... Noch ein Bruder... Oh shit, die kommen da hinten runter. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich will mal gucken, ob ich es schaffe, hier rauszukommen, ohne dass mich jemand entdeckt. Der ist direkt neben mir. Ja, der ist direkt neben mir. Oh Gott. Ich probiere mal hier rauszukommen, ohne dass der mich entdeckt. Oh oh. Kann ich außen rum? Vielleicht kann ich hier lang. Wir müssen alles absuchen, Brüder. Der Heide ist hier. Ja, der Heide ist hier. Du aber nicht mehr. Genau so muss das laufen. Was haben wir denn hier? Einfach mitnehmen. Es wird schon wichtig sein. Einfach mitnehmen. Komm raus und stell dich. Ich stell mich euch allen. Wartet nur ab. Was hat der für eine Waffe? Ja, ihr werdet angegriffen. Offensichtlich haben sie die Leiche entdeckt. Ja, da seid ihr allerdings ein bisschen spät dran. Ich das ausmachen? Jawohl. Kommt nur her. Ich werde doch irgendwie hier das Ding aufmachen müssen, sonst komme ich hier gar nicht raus. Was heißt sie? Ich bringe die Leute um. Der Ketzer. Was? Jetzt haben sie mich doch gesehen. Der Ketzer ist zu stark für uns. Wir müssen uns ergeben. Dann verschont er die Frauen und Kinder. Moment, geben die auf? Ich vertraue denen nicht. Ich vertraue denen nicht. Habt ihr gerade gesehen, was mit meiner Sicht passiert ist? Vielleicht sollte ich wirklich nicht schießen. Ich warte mal kurz, was passiert. Ich glaube, die haben sich ergeben. Als ich den jetzt gerade erschossen habe, hat sich meine Sicht geändert. Was ist denn los? Oh, ich fühle mich nicht gut. Ich tue dir nichts. Oh mein Gott. Ja, Dorfbewohnern tue ich schon nichts. Vielleicht habe ich jetzt gerade irgendwie negative... Keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt Ruf verloren oder Ehre oder so. Weil ich jemanden erschossen habe, der sich schon eigentlich ergeben hat. Dann vergib... Warum Feinde? Ich kenne euch noch nicht mal. Keine Sorge, wenn du dich ergibst, dann ist alles gut. Jetzt rede ich mal mit ihm. Ich war glücklos. Der Fisch hat mich nicht beschützt. Aber ich lebe noch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich sollte lieber zuerst schießen. Ich sollte auf Nummer sicher gehen. Ich sollte auf Nummer sicher gehen. Wisst ihr was, ich lasse sie am Leben. Es war wahrscheinlich die schlechteste Idee, die ich jetzt jemals getroffen habe, aber ich sag, ich lasse sie am Leben. Ich kann's nicht. Ich habe den einen jetzt nur erschossen, weil ich dachte, ich probier's mal. Aber nachdem ich gesehen habe, irgendwas ist passiert, als ich den erschossen habe. Ich habe vielleicht irgendwie... Irgendwas hat sich da getan. Ich hau ab. Okay, wo ist mein Boot? Weil hier ist ja alles zu. Wie komme ich jetzt mit meinem Boot hier wieder raus oder soll ich schwimmen? Ah, mit dem soll ich wahrscheinlich fahren, oder? Ja. Wenn sie mir jetzt in den Rücken fallen, dann werde ich nie wieder irgendjemandem vertrauen. So, nichts hier weg hier.
Ah, auf dem Rückweg werden jetzt diese Viecher aus dem Wasser kommen, schätze ich mal. Ja, schau, da sind sie wieder an der Seite. Oh oh. Nee, bei mir ist nicht alles klar. Atjom, Katja und Nastja sind jetzt bei mir. Wir sehen uns an Bord der Aurora. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Ja. Habt ihr gesehen, jetzt hat sich schon wieder der Monitor so verändert. Also ich glaube, was hier passiert, ist, dass ich sozusagen... Das dachte ich mir. Also, dass ich jetzt sozusagen das schlechte Ende... Kannst du mal bitte die Waffe wechseln? Dass ich jetzt sozusagen das schlechte Ende sehen werde, wenn ich so weitermache. Wenn es mehrere Enden gibt. Hoffentlich waren das alle. Weil ich die jetzt... Ja, aber so bin ich halt. Artyom, hier! Ich hab Abschaum verstanden. Abschaum! Oh, ich dachte es mir. Oh Gott, das Viech wird ja immer... Die werden ja immer größer. Was soll das sein? Bosskampf oder was? Oh oh. Pack die Waffe! Ja, irgendwer schießt da. Ey, passt mal auf, sonst trefft ihr mich noch. Hallo! Und raus aus dem Wasser. Hoffentlich habe ich meine Waffe noch. Danke, Duke. Was zum Teufel war das? Ein Wal? Glaube ich nicht. Der ist verdammt riesig. Der war verdammt riesig. Jetzt ist er hoffentlich weg. Der Alte hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten. Moment, das ist mein Geigerzähler, also oder? Saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Und heilige Scheiße. Die brauche ich, glaube ich. Nicht enttäuscht. Anna hat bereits von dem Kult berichtet. Ja, tut mir leid. Ich musste sie erschießen. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen? Ja. Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ja, denke ich mir. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Tja. Da habe ich wohl Pech gehabt. Es hat Spaß gemacht. Warum bekommen alle anderen immer die tollen Einsätze? Ich glaube, der nörgelt die ganze Zeit nur. Ich gehe jetzt mal weiter. Denk an dein Journal. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ach ja, da war ja was. Ja, ich soll zurück zum... Ich soll zurück zur Basis. Der nörgelt mir zu viel. Jeder kriegt die guten Aussätze, der soll mal weiter nörgeln. Dann laufe ich halt zu Fuß zurück. Ladehemmung, was? Habe ich noch? Bin ich sicher? Ich glaube, jetzt bin ich sicher. Ekler. Kann ich dir nicht das Fleisch wenigstens rausschneiden oder so? Moment, ah, die spucken auf mich, kann das sein? Moment, mein Geigerzähler geht, glaube ich, runter. 2,48 habe ich jetzt nur noch Filterzeit. Ja, Geigerzähler Z. Oh, der ist rot. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Der Geigerzähler wird immer schlimmer. Hoffentlich seid ihr alle tot. Was habe ich hier noch? Ich glaube, ich brauche mal ein Medikit. Shit, das Ding verfolgt mich immer noch. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Nichts wie weg hier. Wollt ihr mir nicht eigentlich meine Frau irgendwie Scharfschützenhilfe geben? Und jetzt laufe ich doch hier die ganze Zeit allein durch die Gegend. Ihr seid aber schon mal... Ja, ihr seid meine Freunde. Kommt unser Artyom vom Abgrund der NATO-Besatzung. Jawohl. Danke für die Informationen, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Ah, das sind sie. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Hä? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Glaube ich nicht, dass ich die noch brauche. Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Darf ich das essen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ekelhafte Vieh. Ich verstehe. Ich vertraue ihm immer noch nicht. Schaut ihn euch an. Einen Moment. Lass, du kannst, nimm dir alle Zeit, die du brauchst.
Hübsche Beine übrigens. Artyom, komm mal bei mir vorbei, wenn du mit dem Alten gesprochen hast. Ich habe etwas für dich. Okay. Er hat also etwas für mich. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Jawohl. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Die anderen habe ich allerdings abgeballert. Tut mir leid, aber ich habe dir nicht getraut. Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Okay. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Dann hole ich ihn mir. Ja, man kriegt das nicht alleine hin. Ich werde es hinkriegen. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, okay, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Mach ich. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Ja, töten, was ist das für eine Frage? Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Okay. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Aha. Ich kümmere mich drum. Zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Ja. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. An dich auch, alter Mann. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Abwarten. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Das werden wir schon noch sehen. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung Verdammt. Bringen. Verdammt. Wie soll ich das bloß hinkriegen? Das war auf erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Ja, mit dem Mechaniker schaffen wir das schon. Jetzt hat sich wahrscheinlich mein Journal schon geupdatet. Ja, genau, jetzt sagt er mir schon. Grüß dich, Mädel. Wir können alle froh sein, Anna zu haben. Sie ist extrem zielsicher. Ihr habt mir doch kein einziges Mal geholfen, oder? Okay, wolltest du mir nicht was geben? Wie gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Geht schon, was willst du? Oh! Ich habe hier ein Geschenk für dich. Sag nicht, es ist ein Scharfschützengewehr. Ein TH-Gewehr. Na, klingelt es? Ehrlich gesagt, null. Ein Luftdruckgewehr. Aber es hat trotzdem Bums. Was, ein Luftdruckgewehr? Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Was soll ich denn mit einem Luftdruckgewehr? Vergiss nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Okay, probieren wir es mal aus. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Aha. Also, trage es mit Ehre. Mach ich. Druckluft, indem ich Ehre halte und mehrfach... Okay, wie sieht's aus? Okay, jetzt... Aha, der Druck geht runter. Langsam, aber sicher. Ja, das Ding werde ich auf jeden Fall mal testen. Ein Luftdruckgewehr. Habe ich hier irgendwo eine Werkbank? Weil es hieß, wenn meine Waffen dreckig sind, soll ich an eine Werkbank ran. Ach, was soll's? Ich gehe jetzt einfach raus und töte was und finde und ihr wisst schon. Ja, da sagt's mir schon. Das ist die richtige Richtung. Dann werde ich das Gewehr mal testen. Das Luftdruckgewehr in den nächsten Folgen auf dem Weg dahinter und den Mechaniker zu finden. Da wird schon nichts schief gehen. Ich gehe dahin, nehme den mit und gehe mit ihm wieder raus. Keine Gegner werden kommen, alles wird super funktionieren. Er wird sich mir anschließen ohne irgendwelche Widerworte. Ich sehe es kommen. Ein einziges Mal in meinem Leben läuft jetzt mal irgendwas richtig. Beziehungsweise in irgendeinem Spiel läuft jetzt mal gleich auf Anhieb alles richtig. Wartet's nur ab. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.